zum Ausfall, Sprung. Und auf geht's. Guten Morgen, Österreich. Recht herzlich willkommen. Ja, ich bin schon dabei beim ersten Training auf der Streif in Kitzbühel. Ja, und Bewegung, das ist Leben. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich glaube, Wettervoraussetzungen sind optimal, obwohl daheim ist ja wurscht. Ja. Zu Hause ist ja immer schön. Und ich würde sagen, wir starten gleich hinein mit der ersten Übung, und zwar am Stand gehen. Das heißt, schaut einmal, dass ankommt. Und dann einfach nur mal am Stand ein bisschen hier zu marschieren. Ja, ganz locker mal beginnen, die Beine zu heben. Das heißt, wir gehen einmal in den Tag hinein, beginnen mit Bewegung, Arme schwingen mit, ganz, ganz locker. Ja, so soll es sein. Schöne Seite. Bam, heute war ich gerne in den Berg. Skifahren bei strahlendem Sonnenschein oder eine Tour raufgehen. Ha, herrlich. Ja, gar nicht so lange her. Bin am Graukogel aufgemarschiert. Bah, super was. Ja, die Natur, die hat schon was. So, und wir marschieren. Und apropos Natur, bitte nutzt auch die Chance. Geht's raus an die frische Luft. Ja? Geht's spazieren draußen. Das ist Energie pur. Das ist unpackbar. Das tut einem richtig gut. Ja? Und da kann man ja auch die eine oder andere Übung einfließen lassen, dass man beim Gehen zum Beispiel, wie wir jetzt, die Knie etwas höher nach oben zieht. Ja? Also alles, es geht. Und wir marschieren schon. Einsteiger fangen langsam an, gehen locker einmal. Oder die Damen und Herren im Rollator in der Gehhilfe ebenfalls, halten Sie an. Ja? Alle anderen, dort wo es geht, werden wir schneller. Also jeder so für sich, in seinem Tempo, in seiner Bewegungsgröße. Und genau das ist das Wichtige oder das Schöne bei uns. Ja? Jeder macht so gut er kann. Hm? Nicht übertreiben, aber natürlich, sage ich dazu, was wollen wir? Wir wollen uns verbessern. Und dazu muss man halt immer wieder ab und zu ein bisschen raus aus der Komfortzone. Ja? Und dann marschieren wir schon. Mein Gott, wir haben heute schon früh einen richtigen Kordel gehabt im Studio, vor der Sendung. Habe ich so ein paar so alte Hodern angestimmt. Also damals der 80er, ja? Komm, geh mit mir den Leuchtturm rauf, wir können die Welt von oben sehen. Oder wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stichel beim Stichel. Also lauter so Blödheiten, aber eine Gaude haben, und das ist wichtig. Spaß ist ganz, ganz wichtig. Und wir gehen schon, meine Damen und Herren, so, ziehen ein bisschen nach oben. Und der nächste Schritt, der kommt, und zwar, wir machen Ferse, Ferse. Ja, wir bewegen uns einmal, schaut her, Ferse, Ferse. Einmal so zu gehen, ja. Ja, gute Stimmung, die ist wichtig. Das tut der Seele gut, ja, dem Geist, dem Körper. Sehr schön, und wir bewegen uns. Einsteiger fangen locker an, und die Fortgeschrittenen, die können dann natürlich etwas dynamischer die Übung ausführen. Und das Schöne ist ja bei uns, es tun ja alt und jung gemeinsam. Und das ist auch immer wieder wunderbar zu sehen an unseren Bildern, Videos, wie auch immer. Zum Beispiel die Oma Brigitte, sehen wir gleich da, die turnt mit der Maria. Die ist eineinhalb, und bitte schaut euch das an. Die Kleine hat schon ihre eigene Turnmatte. Ist das fein? Das ist schön. Und wir bewegen uns, genau, rechts, links. Genau, Ferse, Ferse. Und jetzt der nächste Schritt, der kommt. Nächster Schritt ist Ferse. Und andere Seiten Spitze. Also macht es einmal langsam. Ferse, Spitze. Konzentration. Ja? Ferse, Spitze. Und da gehen wir schon. Auch da Einsteiger, Fortgeschrittene können da etwas schneller werden. Kommt auch der Kreislauf gleich mehr in Schwung. Ferse, Spitze. Sehr schön. Einfach nur dranbleiben. Und dann machen wir mal den Wechsel. Das heißt, Ferse, Spitze, und jetzt wechseln wir links Spitze, rechts Ferse. Also umgekehrt, zack, da die Fersen, da die Spitzen. Ja? Also Ferse, Spitze, und auch da macht es bitte jeder so gut er kann. Ferse, Spitze, ja, sehr gut. Und jetzt kommen wir zurück in die normale Gehposition. Jetzt versuchen wir Folgendes. Ja? Jeder für sich so schnell er kann. Die einen gehen, und die anderen versuchen jetzt einmal am Stand zu laufen. Jeder in seiner Geschwindigkeit. Gehen wir, komm. Wir laufen einmal am Stand, oder wir gehen schnell, so gut es geht, im Rollator, zack, zack, zack. Oder am Stand einfach laufen. Jawohl, Körperspannung ist da, der Nabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und wir rennen schon. Ja. Da kommt der Kreislauf, Kreislauf, richtig in Schwung, das ist gut so, der Puls geht ein bisschen nach oben, wir merken es an der Atmung, ja, richtig aufwärmt, und wir werden wieder langsamer, bleiben kurz einmal stehen,
Atmen durch. Und jetzt, wichtig bitte, eines unserer beiden Standbeine gescheit verwurzeln. Dann machen wir Folgendes. Linkes Bein, in meinem Fall verwurzeln, stehen wir seitlich hin. Dann heben wir an, das heißt Kniehub. Einsteiger, fortgeschrittene Profis, strecken. Und dann geht es ums Beugen, strecken. Also Kniehub, strecken, beugen, strecken. Ganz einfache Übung, sehr effizient, aber trotzdem, ja, zack, nach hinten, okay, nach vorne, zack, genau. Also beim nach oben kräftigen wir praktisch vorne, dehnen hinten und wenn wir dann beugen, was haben wir da, ja, kräftigen wir hinten und dehnen wir vorne, sehr schön. Und natürlich auch unser Gleichgewicht ist dabei gefordert, ja, bei unser Standbein muss ja das, was wir da machen, irgendwie austarieren. Nach oben ziehen, sehr schön. Bleib so seitlich und versuch dann ziemlich parallel zu sein hier, anzufersen, nach oben ziehen, schön, jawohl. Und einmal geht's noch, zack, und wieder retour und ich komme zur Mitte. So, und jetzt wechseln wir unser Standbein. Ja, geht's? Okay, verwurzelt sind wir, Körperspannung die ist da, nicht wie am Ölsackel steht, Körperspannung und wir ziehen nach oben. Einsteiger, fortgeschrittene Profis, wir strecken, stelle mich auch da nochmal seitlich hin und beugen, strecken, ja. Zack, nach oben, hinten, ja, zack, nach oben ziehen, hinten, ja, sehr schön. Und da konzentrieren wir uns darauf, weil wie gesagt, das Gleichgewicht, merken wir, ist bei dieser Übung ebenfalls gefordert. Ja. Und Bewegung ist ja wichtig für Jung und für Alt und was ich total cool finde, und zwar meine vierte Klasse hat es mir geschrieben. Ja. Und zwar die Löwenklasse in Brunn am Gebirge, da schaut es her, ja. Die turnen immer, also live in der Maskenpause sind sie mit dabei. Ja. Sehr cool. Kinder und Bewegung. Tut gut natürlich, wenn man da das Fenster an aufmacht, frische Luft, Bewegung, Sauerstoff, ja, und Konzentration und alles wird dann besser. Einmal noch nach oben, zack, anfersen. So, ausschütteln. Jetzt geht es ein bisschen mehr in die Oberschenkel und auch der Bauch ist gefordert. Dazu schauen wir, dass wir ungefähr so schulterhüftbreit stehen, leichte Grätsche, wie ihr euch wohlfühlt, Zehenspitzen zeigen nach vorne. Jetzt gehen wir mit dem Gesäß nach unten, sprich Kniebeuge. Das heißt, Einsteiger, fortgeschrittene Profis, wie auch immer, nicht nach vorlernen, macht es sauber, bevor es so nach vorne geht, nach unten, macht es halt nur so tief, ja, schaut, wie gut es geht. Dann schieben wir übers Gesäß nach oben. Und der nächste Schritt ist, wir versuchen, da rechts, links mit unseren Knie unsere Ellbögen zu berühren. Wenn es nur so ist, ist auch in Ordnung. Das heißt, wir haben den Bauch gleich mit dabei. Ja? Also, wir gehen nach unten, kommen nach oben. Ja, sehr schön. Und wieder. Ja. Oberschenkelkraft. Kann man gar nicht oft genug erwähnen. Extrem wichtig, braucht man immer wieder im täglichen Leben, wenn wir irgendwo aufstehen. Ja. Egal in welcher Situation. Die Kraft in die Fußsohlen, ja, die brauchen wir. Und nicht nur wir, auch die Skifahrer brauchen es. Wenn die jetzt am Wochenende die Streif da wieder runterknallen, ein Wahnsinn. Aber natürlich, ich sage, die coolste Abfahrt im Ski-Weltcup. Mein Gott, ich erinnere mich zurück, damals dreifach Sieg der Österreicher. Ich glaube, Klammer, wir waren da noch dabei. Klammer war da, jetzt habe ich den ganzen Namen vergessen. Dreifach Sieg damals. Blaue Anzüge am Sack, was ich noch weiß. Ja, und wir fahren wieder. Sehr schön. Und geht schon, komm, wir bleiben noch dran. Ja. Oder erinnert zurück ans Comeback im Super-G von Hermann Mayer damals nach seiner Verletzung, den er gewonnen hat. Also, Kitzbühel hat schon Skigeschichte geschrieben. Und gehen wir, komm, dann machen wir noch. Siebeneck. Sechs. 5, 4, 3, 2 und 1. Ja, Klammer, Resch und Jimmy Steiner war es. Jetzt weiß ich es wieder, aber ich weiß nur deswegen, weil die Karin in der Regie hat mir es ins Ohr gesagt. Dankeschön. So sind halt wir arbeiten zusammen im Team. So, nächste Geschichte ist, und zwar, ganz wichtig, wir machen was für unser Gleichgewicht. Das heißt, dazu stellen wir die Beine leicht versetzt einmal hin.
Ja? Einsteigervariante. Fortgeschrittene können die Beine parallel hintereinander stellen. Dann machen wir Folgendes. Wir strecken unsere Arme nach vorne, beide Daumen. Und jetzt versuchen wir da einen Achter zu zeichnen. Das ist die Einsteigervariante. Wenn man natürlich die Beine hintereinander stellt, wird es kippeliger. Und die Profis, ich zeige es kurz her, stellen sie ganz knapp zusammen. Da ist sie überhaupt richtig kippelig. Also diese Varianten habt ihr. Gleichgewicht. So, und wenn wir das dann haben, versuchen wir Folgendes. Kopf ist nach vorne gerichtet und wir verfolgen die Daumen mit unseren Augen. Und da wogelt schon richtig bei mir. Ja, aber das brauchen wir. Sehr schön. Gut macht sie das. Nachblicken. Blick ist nach vorne gerichtet. Sehr schön. Hoppala. Und jetzt wechseln wir das Bein. Anderes Bein vorne. Wieder die drei Varianten. Einsteiger, Fortgeschrittene oder die Profi-Variante. Doch schauen, dass, hoppala, seht ihr, schaut, dass da gescheit verwurzelt sind. Oder seid ihr? So, und erst dann machen wir hier unseren Achter. Kann man natürlich auch hier die Richtung wechseln. Und jetzt wieder mal versuchen, nach vorne zu blicken und nur ja, mit den Augen unseren Daumen nachzublicken. Gar nicht so leicht, gell? Ja, Gleichgewicht. So, genau. Sehr schön. Und wir bleiben schon dran. Jawohl. Sehr gut. Da arbeiten die Fußsohlen. Das ist gut so. Gut. Wir kommen zur Mitte. Nehmen unsere klassische Position ein. Aufrechte Haltung. Und jetzt beginnen wir hier zu hacken. Ja, wir stellen uns vor. Hackbrettel, wie auch immer. Stehen in der Kuchel. Wo auch immer. Oder, ja, zack. Und wir hacken so richtig schön hinein. Da können wir nach oben gehen. Zur Seite. Wo auch immer hin. Und dazu, ja, da mobilisieren, da kräftigen wir die ganz feine Muskulatur rund um die Wirbelsäule, die dafür zuständig ist, dass wir aufrecht stehen. Apropos aufrecht stehen, Herrschaften, aufrecht, gell? Stehen wir. Nicht bugelt. Ja, sehr schön. Und wir hacken. Gehen nach oben. Ja, und wieder Seite. Übrigens, morgen. Morgen bitte ganz wichtig, 9.05 Uhr, ORF Sport Plus. Gell? Weil die Damen und Herren im Nationalrat, die tagen morgen wieder. Sollte man vielleicht auch mal besuchen. Ein bisschen Bewegung hätte den auch nicht schaden, glaube ich. Ja. Rechts, zack, nach oben, wieder nach unten, rechts, links. Jawohl, sehr schön. Und wir hacken weiter. Gehen nochmal nach oben, kommen wieder nach unten. Ja, die kann schon was, gell? So, wir schütteln aus. Und zwar Pump it vor und zurück. Ja. Dazu, Arme zeigen zunächst nach unten und dann pumpen wir uns praktisch auf. Eins, stehen wir so seitlich hin. Zwei, 3, 4, 5. Kommen wieder zurück. Ja? Dann Armwechsel. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder retour. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Und wer da möchte, kann sich jetzt wieder, einige haben wir das schon, ihre Hantel nehmen. Ja? Kann man es auch machen. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Wie immer achten wir darauf, dass wir die Körperspannung haben. Die brauchen wir auf alle Fälle. Ja? Schau, dass wir zentral stehen. Genau. Und nach oben. Sehr gut. Und wieder retour. Jawohl. Pumpen uns richtig schön auf. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Kommen retour. Und dann die andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder zurück. Sehr schön. Und wieder. Gehen wir. 1, 2, 3, 4, 5. So wie irgendwas im Auge. Und wieder retour. Und wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Und ich komme jetzt zu euch. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder retour und gehen wir. Komm, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retour geht schon. Ne? 1, 2, 3, 4, 5. Und damit geht es noch auf der einen Seite und einmal noch auf der anderen. 2, 3, 4, 5. Okay, so, kurz einmal da das Bresel, was ich mache. Sandmännchen dürfte immer noch mit dabei sein. So, Flascherl können wir in der Hand weiterhalten, wenn es geht. Ja, oder wenn man möchte. Und jetzt machen wir das Ganze seitlich. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir achten aber darauf, dass wir nicht da die Schultern nach oben ziehen, sondern wirklich die Arme wandern von unten nach oben. Ja, wo sind wir denn? Da mittlere Kamera. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Nach oben. Sehr schön. Jawohl. Und Körperspannung. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und wieder nach oben ziehen. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja, Herrschaften. Geht schon, komm. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir noch 3. Gehen wir, komm. 1, 2, 3, 4, 5. Noch 2. 1, 2, 3, 4, 5. Und einer geht noch. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, Flaschen stellen wir weg. Letzte Übung, wo wir noch richtig angreifen. Dann gehen wir zur Cooldown-Phase. Und dazu schauen wir wieder. Ungefähr schulterbreit. Ja, so. Jetzt gehen wir nach unten. Das heißt, Bewegung ins halbe Kniebeuge. Rückenstrecken. Dann ziehen wir hier nach oben. Ja, also Bewegung Nummer 1. 1, Arme ziehen nach oben. 3, 4 und erst dann gehen wir wieder nach oben. Ja, so. 1, 2, 3, 4. Und geht schon, komm. 1, 2, 3, 4. Halbe Kniebeuge, Rückenstrecker. Körperspannung ist da. Sehr schön. Aber zunächst die Beine, dann die Arme nach oben, nach unten, wieder nach oben. Sehr schön, gehen wir. Und wieder, ich komme zu euch, jetzt nach unten und dann machen wir noch 4, 3, 2 und der letzte. Sehr schön. So, kommen wir schon zur Cooldown-Phase. Und dazu stellen wir uns einmal so hintereinander mit den Füßen und jetzt einen Arm nach oben, dehnen Zeh, das heißt, wir haben da die Verlängerung und dehnen jetzt einmal. Und Herrschaften, jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Das hat wirklich absoluten Respekt verdient. Ich sage nur, geboren 1921, hat vor kurzem ihren 101. Geburtstag gefeiert und da schaut euch das an, ist mit dabei, kommt mit den Händen bis am Boden runter. Ja, ist ein Wahnsinn. Die Maria aus dem Südburgenland. Wirklich. Maria, du bist der Wahnsinn, bleib dran. Ja, wir kommen zur Mitte. Andere Seite, Maria, riesengroßen Respekt. Ja. Und andere Seiten, auch da wieder schauen, in der Verlängerung, dass man denen lasst euch Zeit, Atmung fließen lassen. Also seht, Bewegung ist einfach Leben. Das ist der Wahnsinn. Ja, deswegen einfach dranbleiben. Okay, wir kommen zur Mitte. Ich sage danke fürs Mitmachen. Morgen, wie gesagt, kurz nach 9 in ORF Sport Plus. Und wie immer heißt es bei uns, trinken, 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 weil die Zelle, die muss schwimmen.